Moin und herzlich willkommen zurück zu Divinity 2. Das wollte ich sagen. Und wir sind jetzt auf der ersten Fliegenden Insel. Oh ja, und die wollte ich mal ein bisschen entdecken. Ich weiß nicht, ob hierfür noch eine Quest irgendwo sich in der Spielwelt sich befindet. Wenn ja, dann haben wir diese Insel schon mal fertig. Verwandeln in einen Drachen kann man sich hier ja, glaube ich, nicht. Alles klar, das heißt wohl doch. Und sollte man nicht unbedingt machen, diese Geschütztürme. Wobei, das sind doch normale, oder? Mal austesten. Das war intelligent von mir. Das war ja total intelligent. So. Na, oh Mann, wieso bin ich jetzt auf einmal auch hier? Kommt her. Das, ja. Sollte dann mal aufpassen, dass mir nicht mal sowas passiert. Ich fühle mich gar nicht gut. Weil das nicht intelligent von mir gewesen war, wie ich eben schon erzählt habe. Als Drache sollte man hier nicht unbedingt rumfliegen, da die ganzen Türme da ein bisschen nerven. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass ich das doch machen sollte, vielleicht mal. Ich wurde vergiftet! Sag mal, wie die Gegner gammeln hier eigentlich rum? Ja, witzig! Das war doch geplant von diesem verkackten Skelett. Hundertprozentig geplant. So ein Dreck. Komm her. Komm her. Ja, genau, du kannst mal gar nichts. Ich jetzt mal fallgehielt bin. Höre meinen Zorn! Ja, kann ich nicht. Doch. So, da müssen wir wie gesagt aufpassen. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen mich umgucken. Und dann vielleicht später. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Die Türme. Gedönsen. Ah, das ist voll gemein. Du kannst einfach hier nichts. Ah, komm, verkacktes Feuerskelett und so. Ah, automatisch speichern! Was? Nein, ich wollte dich. Na gut. Ah, das ist zum Glück, das wird ja zum Glück in einem separaten Safe-Game gespeichert. Ich fühle mich gar nicht gut. Problem. Ich muss ja mal einen Trank nehmen. Das
sollte auch dieses Dingens ein bisschen so einstellen, dass das jetzt nicht unbedingt bei so wenig Leben. Startet. Ich mache mal hier automatisch speichern. Ich habe keinen Bock, wieder ganz von vorne anzufangen. Und dann nehmen wir nämlich gleich einen Trank. Nee. Wir nehmen lieber eine Heilung. Und dann nehmen wir einen Trank. Nee, dann nehmen wir eine Heilung. War einfach. Ich bin. Wie schnell bitte? Okay, ich muss ihn nicht verstehen. Schwer verletzt. Jetzt aber ja, so ein Skelett. Kipp um, genau, so soll es sein. Noch nicht. Der hat ein bisschen lahm reagiert bei mir. Ah, ja, super! Wie soll man das denn bitte schaffen? Die Fortsetzung. Ich bin schwer verletzt. Könnte dann vielleicht auch mal aus der Menge rausspringen. Dann nochmal. Dann machen wir erstmal diese hier. Ja. Das war doch schon mal besser gelöst. Was macht der denn jetzt hier? Ja, was? Entweder greifst du mich an oder du haust ab. Aber beides nicht. Das war einfach. Ja, mal gar nicht. Die Skelette da oben müsste ich ja noch mal fertig machen. So. Dann gehe ich da mal nach oben. Das konnte man ja an der Seite machen. Hm? Boah, ich dachte schon, das wäre jetzt hier Schnellladetaste. Da wurde ich gerade angegriffen. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Nein, ich wollte mich gar nicht in einen Drachen verwandeln. Wo kann ich jetzt schlagen? Ich hasse die blöden Nervengegner, die sich immer so ein bisschen heilen. Okay, mit Ruhe. Hübsch. Kackter Gegner. Ah, haben wir da hinten noch welche? Dann sollten wir es haben, endlich. Ja. Bitte sterben. Ja. Meinst du Sicherheit nochmal hier? Endlich. Oder mal Zeit. Annehmen. Ja, dann
gehen wir auf Fertigkeiten. Skillen hat man auf Maximum. Würde ich sagen, oder nee. Ja. Immer Mana-Entzug noch ein bisschen hoch. So, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Das kann ich nicht zerstören. Alles gut aus. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Auch nicht? Ja, auch nicht? Hier, oben hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Braucht mal Platz. Hier vielleicht? Hier vielleicht? So. Wollte unbedingt diesen Turm weg haben. Geht da mal gar nicht. Denn ist auch noch einer. Können wir nicht da irgendwie anders rauf? Oder soll man da eigentlich normalerweise rauf? Könnte natürlich sein, dass da oben, ja, da oben sehe ich schon die Antidrachenzone. Gucken mal, ob wir hier nicht irgendwie. Kommt man da nicht irgendwie so hin? Oder muss ich da jetzt wirklich als Drache hochfliegen? Würde ich ungerne machen. Einfach weil da so viele Türme sind, die einen abballern. Was soll das hier eigentlich? Ah, wir können ja hier noch lang gehen. Mal gucken. Ansonsten. Ja, wir finden uns jetzt auf diesem Teil hier. Müsste man doch eigentlich irgendwie da hochkommen, weil laut Map ist das alles hier verbunden. Irgendwie. Ach, schau mal an. Ich hätte lieber vorher nochmal safen sollen. Mach ich jetzt einfach mal. Weil hier sind nämlich noch Gegner. Wenn diese rancharchen, nervt das so ein bisschen. Weil ich dann immer so einen blöden Rückstoß erleiden muss. Das war ja ein ganz komischer Bug eben gerade. Ob ich nicht so nah am Abgrund. Weil ich kenne mich, dass ich da runterfalle. So, da, ach, da ist noch einer. Ja, guck mal, für die einfach mal wieder neu spawnen, wenn man da in die Nähe kommt. Das ist ganz komisch. Schwächling! 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 Richtig, aber so, der ist echt ein Schwächling, so, und ich sollte mich vielleicht heilen. Meine Kreatur hier zu holen, weiß ich nicht, ob das bringt. Die hängt doch eh immer irgendwo fest, sobald ich irgendwo hochgehe oder einen Teleporter benutze. Dann bringt das immer nicht so viel. Ja.
Fähigkeit ist eigentlich schon über, wenn man heilt. Also wenn man sich heilen kann, dann ist das schon wirklich ziemlich über. Vor allen Dingen, weil der Cooldown eigentlich auch ziemlich niedrig ist. Nur wenn die Gegner zu viel Schaden machen, dann ist schon mal ein bisschen behindert. Ich fühle mich gar nicht gut. Aber so da hat man ja deswegen diese ganzen Millionen Tränke. Ne, falsche Taste. Goldene Truhe. Oh, also war ich ohne Veredelung dran. Kann ich hier noch eine für reinmachen? Hier nicht. Hier kann ich noch eine Veredelung reinmachen. Da nicht. Da kann ich noch eine Veredelung reinmachen. Hier auch noch. Muss immer zweimal oder dreimal oder wie oft auch immer aufklicken, weil dann nimmt ihm das nicht manchmal. Also dieses Veredelmenü öffnet er manchmal nicht. Ganz komisch. Was ist eigentlich das da? Warum steht sowas da rum? Kann man das niemand mal sagen. So, und ich komme einfach nicht da oben rauf. Und da oben auch nicht. Guck ich mal, jetzt bin ich einmal rum. Hier soll es ja auch noch was geben. Also da hinten. Da. Da oben ist eine Anti-Drachenzone. Ich heile mich mal. Ein wenig. So, safe. Und versuche jetzt mal hoch. So. Achso, hier war ich schon. Na toll. Dann würde ich sagen. Hier nochmal hin. Und hier verwandeln. Genau. Hier war ich nämlich noch nicht. Das ist ein Turm. Türme kann man dummerweise vom Boden nicht angreifen. Das ist so ein bisschen blöd. Würde ich natürlich nice finden, wenn man die vom Boden angreifen könnte. Was ich mich aber auch frage, ist, ob diese ganzen Inseln überall gleich sind. Hier ist zum Beispiel verlassen und da ist zum Beispiel verlassen, dass man die über einen anderen Teil auch nochmal betreten kann. Also einfach so, dass. Ne? Aber ich denke mal, wir räumen jetzt ja alles auf. Also wenn wir hier schon einmal sind, können wir auch gleich hier alles machen. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Kommt her. Hallöchen! Zauberer des schwarzen Ringes. Der eine. Noch nicht. Mist. Hui! Ja, ich kann einem verkackten Zauber ausweichen, weil ich von der Skiller bin. Jetzt komm her und stirb. Verwirrt, ich bin verwirrt. Mist. Ich muss hier raus. Ich kann verwirren. Oh, kommen die jetzt? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Die Zauber können manchmal durch Wände backen, deswegen springe ich da lieber trotzdem. Ich nehme mich ein wenig Schiss vor. Hitch? Hey, was soll das? Woher? Ach, daher. Geht doch. Ja, jetzt habe ich natürlich jetzt keinen Plan, wie groß der Umriss hier ist, weil das ja einfach eine Insel auf einer Insel ist. Oder die Insel fliegt über eine Insel. Deswegen kann ich jetzt nicht. Oder habe ich nur so einen Seelenfresser gehört?
Deswegen muss ich hier echt mal gucken. Das Einzige, was hier so ein bisschen nervig ist auf dieser Insel, sind diese millionenfachen Türme, die hier stehen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Die muss ich... Naja, die sind als, wenn ich jetzt hier so in Menschenform bin, gar nicht mal so schlimm. Aber, naja... Oh, das kann ich hier nochmal schön ein paar Gegner besiegen. Aber es ist ja so, dass die Türme mir ja auch Erfahrung zerstören. Deswegen nehme ich die doch auch mit. Höre meinen Zorn! Vor allem, ich bekomme hier jedes Mal so mindestens 1000 XP. Muss man schon sagen, das ist nicht schlecht, ne? Nein, ah, dann war es für den Moment. Reagiert mein Charakter dann nicht? Dann machen wir hier so eine normale Heilung, dann machen wir noch so eine Heilung. Reicht das schon aus? Geht mir einfach mal mit Fallen. Gold fallen lassen. Hübsch. Was, woher? Ich habe hier noch was gehört. Irgendwer hat mich hier angegriffen. Aber das ist gut für unser Überleveln, weil das ist wichtig. Der End-End-End-Kampf in dem normalen... Ja, komm. Nee, sag komm. In den Hauptspiel, was wir jetzt spielen. Ist zwar jetzt nicht übel schwer, aber übelst nervig. Einfach weil er so mega lange dauert, wenn man jetzt nicht unbedingt den Schaden raushaut. Deswegen wäre es schön, dass wir überlevelt sind, damit wir Schaden raushauen. Damit wir den nämlich schnell beenden können. Das würde ich nämlich sehr, sehr, sehr nice finden. Oh, magische leichte Mithril-Axt. Na gut, aber nicht gut. Ja gut, aber nicht gut. Nicht gut genug für meinen Geschmack. Hier ist aber die Antidrachenzone irgendwo hier, wo ich bin. In der Nähe. Da muss ich aufpassen. Ich muss gucken, wie man die deaktivieren kann. Weil ich flieg da nicht rein, hundertprozentig nicht. Aha, Falle, angelockt. Selber schuld. Stirb. Geh erstmal hier hin, mach F5. Wie lange das Spiel gebaut hat, um hier zu checken, da muss man spawnen. Switch mal kurz auf meinen Bogen. Damit kann ich die Gegner schön anlocken. Die kann er mich sehen von da hinten. Ich konnte ihn noch gar nicht richtig anvisieren. Na egal. Der wird kommen. Ja, du wirst auch kommen. Das weiß ich. Was? Komm. Na komm. Gut so. Ich will nämlich nicht so weit in das Lager rein. Bevor ich da nicht alle Gegner besiegt habe. Gut so. Ah, haben wir gleich einen Lappen demnächst. Heile ich mich nochmal? Ja, heile. Ich aber keine Antidrachenzone, ne? Gucken wir mal. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Okay, ich habe keinen Platz. Sonst, wenn es eine Antidrachenzone wäre, dann würde er sagen, es ist gefährlich. Egal, ob ich Platz habe oder nicht. Das heißt also, das ist alles gut. Was? Woher? Und da oben, da sind Gegner. Ja, da oben sind Gegner. Da muss ich irgendwie versuchen raufzukommen. Also gut, als Drache, ne? Aber ich würde gerne erstmal hier so rumgehen und alle Gegner so besiegen, die hier so an den Türen stehen.
Aber das geht nicht, denn hier ist schon Ende. Ach nee, hier kann man aber rum. Okay. Ja, hier kann man rum. Auf jeden. Das werde ich nicht tun. Da falle ich nur runter. Hier kann man nur rein. Ist gewollt. Ist ein Geheimgang oder so. Save mal hier kurz. Ich mache hier mal den Turm kaputt. Ich brauche nämlich das Level ab. Der Turm, der nervt einfach so doll. So. Achso, das war wahrscheinlich noch der Restangriff. So, dann gucken wir mal. 29, 30, 30, 31. 501 Leben. Umso mehr Leben, umso länger überleben wir. Klingt logisch. Soll auch so klingen. Weg des Kampfmagiers. Der Weg des Kampfmagiers. Bla bla bla. Ihr hättet Bonus von 30% auf Magieschein, jedoch einen Malus von 20 Punkten auf Magierüstungswert. Das heißt, auf unwirksamer wieder die Wirkung hält maximal 45. Ich glaube, das skill ich erstmal nicht drauf. Ich würde gerne noch ein wenig auf Heilung skillen. Momentan lasse ich dies machen. Und bevor wir da jetzt Dingens machen, gehe ich in Drachenturm zu meiner Trainingsarena, denn wir haben nämlich das Maximum vom Heilzauber erreicht. Den müssen wir verbessern. Einen weiteren Übungskampf. Jupp. Sehr gut. Heilung. Erhöhen. Sorge, ich versuche euch nicht weh zu tun. Zack. Gut, das war's. Achievement übrigens und wir können wieder zurück. Denn jetzt können wir nämlich Heilung, glaube ich, bis Level 10 skillen, oder? Genau, bis Level 10. So, machen wir das nochmal. Und der Noob hier. So. Nein, bin ich nicht. Die Türme nämlich alle erstmal wechseln, dann können wir hier rumfliegen, wie wir wollen. Niemand kann uns mehr Schaden verursachen. Nein! Wäre natürlich schön, wenn ich das auch bis dahin überleben würde. Ich will das überleben. Warum sind hier auf einmal wieder Gegner? Komm, die müssen wir rauslocken. Mit unserer Fallentaktik. Gut, die sind alle verbrannt. Alle verbrannt. Das ist perfekt. Da haben wir auch richtig viel Erfahrung gemacht. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. So viele Gegner waren da. Hey, was soll das? Da ist noch einer. Du hast aber nicht gedacht, wir sind nicht in der Anti-Drachenzone. Diese Insel, allein diese Insel da oben nur, ist in der Zone drin. Das heißt, wir können die nicht besuchen, bis wir die nicht deaktiviert haben, weil ich glaube nicht, dass da ein Weg hoch wird. Komm. Da. Oder? Führt da ein Weg hoch? Nee, die fliegt da so allein in der Luft. Da führt kein Weg hoch. Dann würde ich sagen, wenn wir die ignorieren. Da kommen wir scheinbar hin. Machen wir diese Insel. Und dann müssen wir so langsam aber auch gucken, wo wir dann hin wollen. Hier müssen wir noch kurz hingucken, irgendwie. Würde ich mal sagen. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ich wollte doch nur den Turm hier noch wegballern, bevor die Aufnahme schon vorbei ist. Ich mag die Türme hier nämlich nicht. Die müssen alle sterben.
Oh. Der Turm da, den ich da unten so sehe, der ist zur Hälfte in die Antidrachenzone reingeglitscht. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber das würde... Ah, sag mal so, das würde ein paar Probleme verursachen. Ich weiß nicht, ob wir so niedrig fliegen können. Der Turm ist auch ein bisschen in der Antidrachenzone drin. Der Turm und der Turm. Oh Gott. Das machen wir aber alles in der nächsten Aufnahme-Session. Bis dann.